Hallöchen meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute töne ich mir mal wieder meine Haare. Naja, heute ist es ein bisschen anders. Ich werde mir nicht meine eigenen Haare tönen, sondern ich werde nur die Extensions tönen. Das habe ich ja schon einmal gemacht. In der Regel töne ich ja immer meine Haare mit, aber heute mache ich das mal nur mit den Extensions, weil ich noch keine in dunkelblau hatte und ja gerne mal wechsle und das dann mit dieser Mütze so trage. Und ja, das ist dann ein guter Trick, wenn man nicht unbedingt jeden zweiten Tag eine andere Haarfarbe haben kann, denn so kann man das natürlich. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich die Farbe gemischt habe. Die erste Farbe, die ich hier verwende, ist Midnight Blue. Ich habe das diesmal übrigens nicht mit Spülung gestreckt, weil ich wollte, dass die Farbe richtig schön dunkel bleibt, deswegen nur pur. Die zweite Farbe, die ich hier verwende, ist Ebony. Und die dritte Farbe, es sind eigentlich nur zwei Farben, ich habe dann nochmal ein bisschen Midnight Blue hinzugemischt, weil ich nicht wollte, dass es zu dunkel wird mit dem Ebony. Und ja, das Ganze habe ich dann aufgetragen, habe das, ich habe das bestimmt ein paar Stunden einwirken lassen. Die Extensions kann man ja irgendwo in die Ecke legen, da passiert ja nichts. Habe das dann mit lauwarmem Wasser ausgespült, ohne Shampoo. Bei solchen dunklen Farben, die sehr stark bluten, muss man natürlich irgendwann einfach aufhören mit dem Auswaschen, weil solche Farben immer ausbluten. Das heißt, man kann theoretisch 2 Stunden spülen, da würden immer noch Farbreste rauskommen. Deswegen muss man dann irgendwann einfach aufhören. Die Extensions hänge ich dann immer an meine Wäscheleine und lasse sie trocknen. Die Extensions werden dann einfach eingesetzt. Ich zeige euch hier gerade mal, wie ich das mache. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Kopfform man hat. Nicht jeder Kopf ist gleich breit, hoch und so weiter. Da muss man einfach mal gucken, wie das platztechnisch so funktioniert. Da muss man einfach mal ausprobieren. Und ja, Mütze drüber und fertig. Ja, Austauschvideo wird es dazu natürlich nicht geben, weil es ja nicht meine eigenen Haare sind. Ich wollte mir die jetzt nicht in dem dunklen Blau tönen, weil ich denke, dass es sonst wieder sehr hartnäckig sein würde mit dem Grünstich. Aber für die Extensions kann man das mal machen. Ich hatte nämlich keine, die einfarbig dunkelblau sind und deswegen habe ich mir gedacht, ja, kann man ja auf jeden Fall mal machen. Ich trage das ja gerne mal so mit der Mütze jetzt im Sommer, wenn es dann richtig warm ist, vielleicht nicht, aber noch ist es ja noch nicht so warm, also dann geht das schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Ich verlinke euch hier oben gerne mal mein letztes Video und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss!